Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar News, mrn-news.de, dem Online-Nachrichtenportal aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Himmelfahrtskommando FSV Uckersheim war erneut Oberliga-Auftakt in Ludwigshafen. Zum ersten Pflichtspiel empfing am Freitagabend Arminia Ludwigshafen in der Haagpark-Arena den Gast aus Waldalgesheim. Die Gastgeber spielen im weißen Dress und die Gäste folglich im grünen Dress hier am Ball im Angriff von rechts nach links. Man darf gespannt sein, wie sich der Neuling aus Ludwigshafen in der Oberliga schlägt. Zumindest von Beginn an versuchten sie, die Begegnung offen zu gestalten. Und so kam Arminia auch zur ersten Torgelegenheit, durch diesen schönen Angriff eingeleitet durch Marcel Taure, der eine gute Partie spielte, über zwei Stationen, Jens Leitmann auf Kuck und Kai Müller kam nur einen Schritt zu spät. Die erste gefährliche Aktion hatten die Gäste nach diesem langen Einwurf. Durch die zu kurze Abwehr wurde der Ball nochmals an den langen Pfosten geschlagen. Vors Tor von Michael Haug. Sadici legt auf, doch Riddick und Berafato klären vor Felix Power. In der 15. Spielminute gab es einen verletzungsbedingten Wechsel bei Arminia. Pietro Berafato musste vom Feld, er zog sich eine Verletzung an der Ferse zu. Für ihn ins Spiel kam Lukas Leidig. Kurz darauf hatten die Arminia Glück nach dieser Ablage von der Grundlinie. Ging der Ball nur knapp am Arminia-Tor am langen Pfosten vorbei. In dieser Phase des Spiels versuchte der Neuling das Spiel zu kontrollieren und schaffte es auch, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Hier am Ball Tim Amberger über Schuler und Leidig mit einem herrlichen Pass in den Fuß von Kuck. Der bringt die Flanke vors Tor. Allerdings diesmal war es Leitmann, der nur knapp den Ball verpasst. Auch die Gäste erspielten sich die ein um die andere Torgelegenheit, so wie hier nach diesem Heber über die Abwehr und dem Schuss von Lars Weingärtner. Er kam schon ziemlich knapp ans Tor von Arminia Ludwigshafen. Nach dem Warnschuss war es dann in der 32. Spielminute soweit. SV Alemannia Waldalgesheim. Der Gast ging mit 0:1 in Führung. Torschütze war Gürkan Sadici. Die Arminia steckte nicht auf. Hier war es ein Schuss von Leidig, der das Tor verfehlt. Allerdings die nächste Gelegenheit, es war in der 44. Spielminute, war ebenfalls auf seitens der Arminia zu vermelden. Ein Angriff über die linke Angriffsseite. Es war Tim Amberger, der den Ball scharf vor das Tor brachte und eine Direktabnahme von Jens Leitmann sorgte für den Ausgleich. 30 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Danach war Pause. Der gut leitende Schiedsrichter mit seinem Gespann Florian Benedum aus Mehlingen pfiff zum Pausentee. Circa 350 Zuschauer wollten die erste Oberliga-Begegnung von Arminia Ludwigshafen sehen. Nach der Pause versuchten die Arminia zunächst ihrem Spiel treu zu bleiben, setzten hier einen Angriff über die linke Seite mit Tim Amberger. Er musste jedoch dem nassen Rasen Tribut zollen, ansonsten machte er eine starke Partie. Kurz darauf war es nochmals Tim Amberger mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, aber auch er verfehlte das Ziel. Eine knappe Abseitsentscheidung verhinderte die nächste Großchance der Gastgeber, für in Führung zu gehen. Allerdings mit dieser Entscheidung konnte man leben. Danach riss allerdings bei Arminia Ludwigshafen der Faden. Zumindest in der Vorwärtsbewegung gab es keinen Spielaufbau mehr und demnach kamen die Grünen aus Waldalgesheim mehr und mehr vors Tor von Michael Haug.
so wie hier bei diesem Angriff über die linke Seite, dem Laufduell zwischen Schrimp und Jan Rillig. Rillig avancierte in dieser Phase zum besten Spieler bei Arminia Ludwigshafen. Der Ball nur ganz knapp am Tor der Arminia vorbei. Die Ecke brachte nichts ein, aber auch der nächste Angriff blieb den Waldalgesheimern vorbehalten. Hier war es Satici und auch der agile Philipp Schrimp, die beide den Ball nicht im Arminia-Tor einnetzen konnten. Glück für Arminia Ludwigshafen. Nach diesem Freistoß aus dem Halbfeld hoch vor das Tor geschlagen, geht der Kopfball von Marcel Fähnel knapp über das Tor. Auch die letzte Torgelegenheit blieb den Gästen vorbehalten. Es war Philipp Schrimp mit diesem Schuss. Allerdings, er scheitert an Michael Haug. Das war der Schlusspfiff von Schiedsrichter Florian Benedum aus Mehlingen. Arminia trennt sich im ersten Spiel der Oberliga 1:1 gegen SV Waldalgesheim. Etwas glücklich dazu zu sagen wäre, Arminia muss die Angst ablegen vor der Oberliga. Sie müssen ihr Spiel konsequent wie in der ersten Hälfte weiter durchziehen. Dann können sie diese Klasse durchaus bestehen. MANNews.de verabschiedet sich und sagt auf Wiedersehen. Die Stimmen zum Spiel präsentieren wir Ihnen in einem separaten Trailer. Wer ist dein Lieblingsspieler bei Arminia Ludwigshafen? Tim Amberger. Und wie hat er heute gespielt? Gut. Und warum ist das dein Lieblingsspieler? Weil er mir das Trikot geschenkt hat. Und wie hat dir das Spiel heute Abend gefallen gegen Waldalgesheim? Gut, bis auf das eine Tor von denen. Und wen möchtest du noch grüßen? Meiner Mama. Okay, alles klar. Tschüss.